willkommen auch nochmal von meiner Seite. Wir wollen es gar nicht lang machen. Wir drei wollen heute Abend hier ein sehr offenes, wildes Gespräch mit euch führen. Eigentlich, wir haben das Glück, dass wir häufiger miteinander reden. Und dieses Mal ist der Anlass dein neues Buch, Paul. Wir haben das lange begleitet. Und jetzt wollen wir natürlich von dir wissen, why did you wrote this book, Klare, lichte Zukunft, how it's called in German. Why did you wrote it and why did you wrote it now? You have a mic there. Thank you. And it's so amazing to be in this amazing space. So I wrote the book because I think the world is in bigger trouble than we imagine. We have an economic system that no longer works for many people, especially in the developed world. We have, as a result of that, of failing to change the economic system, we have a phenomenon of evaporating belief in democracy, in the rule of law, and in universal human rights. And alongside that, we have a technological problem. We have a problem, what I call in the book, of algorithmic control. Control of our behavior and thoughts by large corporations and, in the case of China, states, which want to use the vast asymmetry of power that now exists between people and intelligent machines to rob us of our ability to take control of our own societies and lives. And as I reported this from 2008 to 2011, in the uprisings in the squares, and then Trump comes to power, I decided that the root cause of all this was a crisis of the neoliberal self, a crisis of the self that we created in 30 years of free market economics. We adapted to this highly atomized, stab in the back, competitive world in which everything is economics. All politics is reduced to economics. And then the economics failed. And so it's no surprise that you remember in the history of religions, of the old, you know, sometimes religions fail. Sometimes the tribal leader says, tomorrow the sun will fall into the sea and explode, and it doesn't. And people say, well, the religion has failed. It no longer explains the world. Unless somebody comes along with a new vision, an explanation, the natural thing for people to do is to ask, well, what are the old religions? And unfortunately, both in Europe and America, we find that they are racism, white supremacy, neocolonialism, violent misogyny, and the worship of powerful thieves. That is, it should be no surprise that if you reduce all politics to economics and the economics no longer works, what we have now is a crisis of belief in the system. The way forward, which I hope we will talk about, is of course to fight the new right. And there's a long part of my book which explains the anatomy, the new thought architecture of fascism. And alongside that, we need to fight for control of the technology. This is the thing that we will have to fight Silicon Valley hardest on. And of course, states like China, where they are using all, you know, compulsory face recognition, compulsory behavioral change, using the smartphone in people's pockets in a dystopian way. We have to fight them. But the focus on my book, the more I studied what was happening, the more I thought, enough of demanding politicians solve this, because they have to, but it's about what do we do. And so my message to the left was, which I am deeply embedded in, as Florian said, always controversially, is to make a turn towards instilling reflexes in ourselves of ungovernability, of determination, of resilience, that actually will feel less like political action and more like moral philosophical action. I call them reflexes, but a moral philosopher could easily call them virtues. In this period, rediscovering the 360-degree human being and rediscovering the possibility of agency as against this vast folk religion of fatalism,
which is what you find when you interrogate far-right thinking. It's fatalism. The idea, for example, that going to university is a waste of time is one of the key markers of voting for Trump or for the far-right in Britain, and I bet it's the same here. It's the fight against fatalism starts with individual human beings, and so my adventures in writing this book, which I describe, you know, going to places, listening to people, led me to the conclusion that it's without a kind of personal and granular resistance, the political resistance will only be half the story. Katja, als wir dich gefragt haben, ob du Lust hast, was vorzulesen aus dem Buch, hast du dich für Kapitel 2 Trump entschieden. Das ist jetzt an dir, uns kurz das Buch vorzustellen. Ich habe mich sehr gefreut, als die Luxemburg-Stiftung und Paul mich gefragt haben, ob wir zusammen was zu dem Buch machen wollen. Und ich muss gestehen, den größten Teil des Buches habe ich erst zwei Tage nach den Wahlen am 26. Mai gelesen. Das war eine Zeit, wo ich jetzt nicht gerade voller euphorischer Gefühle war, zumindest ein Teil von mir. Und da habe ich gedacht, was macht man, wenn man in einer schwierigen Situation ist? Man begeht eine revolutionäre Tat und die besteht auch manchmal darin, zu einem Buch zu greifen. Und habe mich dann mit dem Buch von Paul Mason 5 Stunden lang in einem Café eingerichtet und eingeschlossen und fand das genau das Richtige zu tun. Und als ich gefragt wurde, was vorzulesen, habe ich gedacht, na, es gibt so viele euphorische, so viele ermutigende Momente in dem Buch. Ich beginne mal mit einer uneuphorischen Passage in diesem Buch, nämlich dem Passus, wo Paul beschreibt, was für wirtschaftliche Akteure hinter dem Erfolg von Donald Trump stehen. Warum mache ich das? Weil ich glaube, auch Linke haben manchmal die Neigung dazu, wenn man in einer Zeitung blättert, den Ökonomieteil schnell weiter zu blättern und dann lieber zum Feuilleton überzugehen. Also nichts gegen das Feuilleton. Aber ich dachte, manchmal tut es uns gut, uns auch wirklich in die Tiefen der ökonomischen Interessen zu vertiefen. Aber ich komme dann zum Schluss auch noch auf die Frage der Revolution und der Konterrevolution. Ein kleiner Passus. Seit 1979 drängte die US-Regierung unermüdlich weniger mächtigen Ländern Deregulierung und Freihandel auf und bürgte sich unablässig zu für die Vereinigten Staaten vorteilhaften Bedingungen Geld in diesen Ländern. Die Globalisierung diente den Interessen der amerikanischen Wirtschaft und die US-Regierung setzte ihre Macht ein, um sie der Welt aufzuzwingen. Selbst wenn das zu einer Verarmung der traditionellen amerikanischen Industrieregionen führte, das war die Abmachung. Dann kam die Finanzkrise. Als klar wurde, welches der langfristige Preis für die Stabilisierung des Finanzsektors war, ständige staatliche Eingriffe, Bankenregulierung und eine gewaltige Staatsverschuldung entzogen die Reichen Amerikas sowohl der Globalisierung als auch der vom Finanzsystem gewährleisteten Chancengleichheit für die Unternehmen auf dem amerikanischen Markt ihre politische Unterstützung. Angesichts der wirtschaftlichen Stagnation, der neuen Belastungen, die der Klimaschutz den rohstoffintensiven Industrien aufbürdete und der durch strengere Vorschriften geschmälerten Gewinne des Bankensektors, kündigte ein Teil des amerikanischen Kapitals den politischen Konsens auf. Statt der Globalisierung forderte dieser Sektor nun einen nationalen Neoliberalismus. Die freie Marktwirtschaft sollte nicht länger eine gutartige globale Strategie zum Wohl aller Reichen in der Welt sein, sondern nur noch der Bereicherung der amerikanischen Eliten dienen, wenn nötig auf Kosten der Reichen im Ausland. Was den Finanzkuchen anbelangte, so beanspruchte diese Gruppe das Recht, sich als erste ihr Stück herauszuschneiden und sich auf Kosten aller anderen weitere Stücke zu nehmen. Trump war nicht der Kandidat, den sich diese Leute ausgesucht hatten, das war Cruz. Aber Cruz erwies sich als Blindgänger. Trumps atemberaubende Inkompetenz und seine verbale Brutalität beherrschten den politischen Alltag so vollkommen, dass viele Leute glaubten, er sei die Krise. Aber in gewisser Weise ist er einfach nur das zufällige Gesicht der Krise. Dann geht es im Buch weiter. Es werden viele besorgniserregende Entwicklungen benannt, jeweils auch mit ihren Potenzialen.
muss dazu sagen, Paul wäre nicht Paul, wenn er nicht auch kritisch auf die politischen Entwicklungen in Russland und China schaut. Also bleibt nicht bei der Kritik von Donald Trump stehen, das wäre jetzt auch zu einfach. Und zugleich ist dieses Buch immer wieder voll von kulturhistorischen Stücken, aber auch von Teilen ermutigender linker Geschichte. Und deswegen schlage ich jetzt viele Seiten vor, voller Lektüreabenteuer und Erkenntnisse, die Sie entweder schon hinter sich haben oder, mit der Lektüre noch vor sich haben. Und natürlich endet es am Ende damit mit dem Aufruf, wir dürfen uns nie geschlagen geben, und bei der Frage nach der Revolution. Mittlerweile sollte klar sein, was eine Revolution ist. Die zeitweilige Verwirklichung der wahren Menschlichkeit. Das heißt dessen, was Marx als Gattungswesen bezeichnete. Indem wir Jahre des Wandels zu wenigen Tagen oder Wochen verdichten, können wir beschleunigen, was Marx als massenhafte Veränderung der Menschen bezeichnete. Wir können beginnen, füreinander zu leben. Dieser Gedankengang ermöglicht es uns auch zu verstehen, was eine Konterrevolution ist. Sie ist die Rückkehr zu Selbstsucht und menschenfeindlicher Routine. Das Ziel von Konterrevolution ist es, die Erinnerung an unsere Erfahrung der menschlichen Selbsttransformation im Augenblick der Revolte auszulöschen. Soweit ja. Paul Mason. Ja. Vielleicht lesen wir noch ein paar Stellen, wenn wir noch genug Zeit haben. Paul, you are always going back to Marx. I mean, we know that already from books you wrote before, and you do it here again, and you describe Marx's humanism as very important also to tackle those issues you are describing as the biggest current problems. So why do you do it? Could you explain it a little bit? Well, look, if I could have written this book without Marx, it could have been shorter. There are two chapters about Marx. Also mentioning the word Marx, why do it when there are so many other issues? But look, while I was writing it, thousands of fascists marched through Charlottesville in America, chanting, "The Jews will not replace us," holding torches. And they chose Charlottesville because, as the organizer said, it is a center of cultural Marxism. Now, cultural Marxism, as you know, is the obsession of everybody who picks up a gun and murder and takes part in mass murder. And Ernst Breivik, in 2011, wrote his manifesto full of attacks on cultural Marxism. The guy in Christchurch had the same thing. It's one word different from Kulturbolshevismus, but what they mean by it is political correctness. The freedom of women to love who they please, the freedom of gay people to be open, the freedom of black people to walk down the street without being shot is what is an affront, really, to this new right. And the real problem is that the conservative right and the fascist right, although they are completely different problems, they share this thought architecture of distaste for human liberation. So, even worse, a guy called Richard Higgins, who was an advisor to Trump, wrote a 3-page memo to Trump explaining to the president that he and his administration are at war with Marxism. It was put on Trump's desk. The man who has nuclear weapons thinks he's at war with Marxism. So we can't avoid it. Of course, for me, I'm a critic of the Frankfurt School. I don't think Marxism is simply a cultural practice and critique. I think it is a program of human liberation. And I wanted to, the other problem, as you allude to, is that we now have Xi Jinping. Xi Jinping's seizure of power within China, after he came to power, he consolidated his power. Xi Jinping now elevated Marxism to the state doctrine of one of the most oppressive regimes in the world. He gives speeches about Engels, matter in motion, the anti-Düring. This is a problem for us. So we can't avoid Marx, we have to reclaim him. And for me, if you buy what I said, in the sense that we face this problem of the scouring out of our agency by neoliberalism and of mass fatalism, then we need a defense of the human being. And I believe that in Marx's early writings, the famous 1844 manuscripts,
There is a defense of the human being that is sustainable today, that it works with most of what we know about evolutionary anthropology, and it is simply this. We evolved accidentally into a species that, in our DNA, makes us imagineers, engineers, linguists, team workers, and technologists, and this suggests, not inevitably, but that quite possibly we will liberate ourselves through struggle. That's the project of human liberation for me. I think it is defensible logically. It has a teleology, it has a purpose for our lives, and it is something that can be linked and made into a political program. So that is the marks I want to defend. And it's no surprise, really, to find that the most powerful reactionaries on Earth are at war with this marks, the marks of human liberation. Funnily enough, the marks of rigid determinism, they are happy with. Xi Jinping loves the anti-During, but the 1844 marks, which I think is the deep marks, is the one that I think is worth defending. And maybe there are lots of people. We're in Berlin, we're 1 meter away from the Volksbühne and the famous former headquarters of the Communist Party. Maybe there are people in the audience who know about the early marks, but I was really gratified yesterday when a guy came up to me and said, I'd never heard of this. You know, I never read it, I never heard about the humanist marks. So that's at least one book sale that to me was very gratifying. Katja, du würdest dich ja als marxistische Feministin bezeichnen, glaube ich. Gleichzeitig bist du noch am Ende der DDR aufgewachsen und hast sozusagen den vielen Nutzen, sozusagen, der versucht wurde, aus den Systemen, aus der marxistischen Theorie abzuleiten. Würdest du mit Paul da übereinstimmen, zu sagen, wir brauchen Marx jetzt gerade in dieser Verteidigung gegen die Rechte, die Ergebnisse der Europawahlen und vieler Landes- und Kommunalwahlen haben gerade gezeigt, dass wir es vielerorts mit der AfD als drittstärkste Kraft zu tun zu haben. Nützt er uns da? Also die Lektüre von Karl Marx' Schriften nützt auf jeden Fall. Zum einen, weil ich glaube, immer noch eine der besten Formen ist, das eigene Denken zu schulen und weil es uns über ökonomische Zusammenhänge aufklärt. Die Lektüre von Karl Marx ersetzt natürlich nicht die eigene Urteilskraft. Kann man vielleicht verdeutlichen, ich bin bekanntermaßen eine Anhängerin der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens und wenn sich dann Gegner und Befürworter treffen, kann man das in linken Kreisen beide Positionen hervorragend mit Marx-Zitaten agieren. Ein ähnliches Problem haben Christen, in der Bibel gibt es auch Passagen dafür und dagegen, also eins haben die Bibel und Karl Marx schon mal gemeinsam, ihre Lektüre ersetzt nicht, sich ein eigenes Urteil zu bilden und es jeweils auch auf die Zeiten und die Entwicklung der Produktivkraft und auf die entsprechende Entwicklung der Produktivkräfte, in der man sich befindet, auch anzuwenden. Ich selber würde mich in der Tat als, ich habe lange dazu gebraucht, ich hatte enorme Hemmungen von mir zu sagen, ich bin Marxistin, weil wenn man so sich im linken Umfeld begegnet, hat man natürlich immer die Frage, also habe ich jetzt genügend Schriften verinnerlicht, kommt dann nicht irgendjemand, der Marxist ist, der eben noch irgendwie überführt, dass man irgendeine Passage nicht gelesen und verinnerlicht hat. Ich habe anlässlich eines Geburtstages von Frigga Haug, sozusagen eine der führenden feministischen Marxistinnen, dann für mich selber gesagt, so und jetzt ist der Moment, wo man sich outet und ich würde mich als feministische Marxistin im Werden beschreiben, da ist sofort das dialektische Moment drin, ich weiß nicht, im Werden heißt, es ist etwas im Fluss, und man hat noch so ein Sicherheits-, ja, so ein Airbag, wenn man irgendein Zitat noch nicht richtig perfekt hat, kann man noch sagen, okay, ist ja im Werden, aber hinter dem Feminismus, Marxismus, muss ich sagen, steckt inzwischen nicht nur eine Schule, wo Feministinnen unterschiedlicher Generationen international sich zusammentreffen und auch regelmäßig inzwischen im Kongresse veranstalten. Dahinter steckt eine Erkenntnis, dass lange Zeit Linke und Fortschrittliche sich in einem unglaublich unproduktiven Streit verausgabt haben, nämlich Feminismus versus Marxismus und gar nicht gemerkt haben, dass jeweils sie erst im Zusammenspiel, in der Verschränkung es vorangeht. Und wir haben in einer Runde von Frauen, wir nennen uns Dialektikrunde, halt uns versucht, die Schriften von Marx, aber auch von Gramsci und Luxemburg anzueignen, aber genau mit einer Perspektive, wo eigentlich Sachen für den Feminismus angedacht waren, aber nie ausformuliert wurden, weil halt die Leute auch selber wahrscheinlich ja, durch die eigene Zeit geprägt waren.
Und für mich heißt das halt, dass man die ökonomischen Verhältnisse ganz stark denkt, indem nicht nur über die Produktionsverhältnisse gesprochen wird, sondern immer auch über die Reproduktionsverhältnisse. Und für mich gipfelt das dann natürlich in der Idee der 4-in-1-Perspektive. Die hat Frieka Haug entwickelt und viele, vor allem Frauen, werben für diese Idee, die besagt, wir müssten die politische Welt, die Familienverhältnisse, im breiten Familienbegriff gedacht, und die Produktionsverhältnisse so grundlegend über den Haufen werfen, dass im Leben von Männern, Frauen und allen, die sich nicht in die Zweigeschlechterordnung passen wollen, gleichermaßen Zeit ist für 4 gleichberechtigte Bereiche. Erwerbsarbeit, Marxisten würden jetzt sagen Reproduktionsarbeit, bei Katholiken kann man dann das auch anders sagen, Familienarbeit oder als Care-Arbeit. Das kann heißen, sich um Kind zu kümmern, um Pflegebedürftige zu kümmern, kann aber auch heißen, einfach für Nachbarn und Freunde da zu sein. Drittens die politische Einmischung und viertens Zeit für Arbeit an sich selber. Das kann man sich als Muse vorstellen, Bücherstudium, aber auch die Beschäftigung mit Kunst und Kultur. Und das heißt, wenn man das jetzt mal knapp runterbricht, also nur schematisch gedacht, so läuft es natürlich im Leben nicht, an jedem Tag 4 Stunden für jeden Bereich. Wenn Sie sich das jetzt so für sich selber vorstellen, 4 Stunden Erwerbsarbeit ist okay, ja, ist machbar. 4 Stunden Familienarbeit oder Care-Arbeit, das kann man sich auch schön vorstellen. Spätestens wenn die Leute hören, 4 Stunden politische Einmischung, sind nicht alle so begeistert. Was jetzt nicht, was Sie als größte Zumutung empfinden würden, 4 Stunden Muse, 4 Stunden politische Einmischung, 4 Stunden Erwerbsarbeit. Dass viele politische Einmischung als so eine Zumutung empfinden, hat ja vielleicht auch was damit zu tun, wie Politik funktioniert. Und es geht ja auch nicht darum, dass jemand gezwungen ist, 4 Stunden am Tag auf eine Demo zu gehen. Aber wer einmal in einer wirklichen Bewegung drin war oder in einer revolutionären Situation womöglich oder einfach nur in einer sehr starken, bewegten Zeit aktiv war, wenn das einmal losgeht, braucht man einfach die Zeit, um sich einzubringen. Und um das zu ermöglichen, muss sich ganz vieles ändern. Das ist ein Anknüpfen wirklich am Alltagsverstand. Man kann sofort merken, was sich im eigenen Leben verändern muss. Und zugleich wird deutlich, dass man grundlegend die Verhältnisse verändern muss. Und dieses Zusammenspiel, das finde ich spannend. Paul Mason beschreibt das ja als humanistischen Marxismus. Ich habe da meinen eigenen Zugang, aber ich habe mich da im ganz vielen wiedergefunden, wie du es jetzt im Buch beschrieben hast. Und vielleicht noch eine persönliche Note. Als wir uns das letzte Mal sahen, das war in London, nee, das vorletzte Liverpool. Mal, nee, aber das vorletzte Mal haben wir uns in London getroffen, hatten wir uns davor mit Jeremy Corbyn getroffen und dann sind wir abends in Soho zusammen was essen gegangen und Paul Mason wusste sofort die Stelle mir zu zeigen, wo Karl Marx damals gelebt hat, in sehr engen Raum mit seiner Familie und wo er den 18. Primär geschrieben hat. Wir haben damals auch ein Foto gemacht, das sofort getwittert und geschrieben, es ist nach wie vor die Zeit, wo Linke sich gegen Bonapartismus und Autoritarismus wenden müssen. Und auch das ist ein wichtiger Impuls, den man von Karl Marx mitnehmen kann. Okay, Paul. We are here in the Babylon. I know that you were a big fan of the Babylon Berlin, which describes Berlin in the time of the late 20s and 30s of the last century. Since you are going back very much into history in your book and also back in theory, and you are really describing a lot why those very various authors and thinkers have to come together. You say, in one way, you say it's not enough to read Hannah Arendt, you have to go further. And we are in the situation where we have to tackle the right again. So, of course, a lot of things could be compared. You relay a lot of, in the book, a lot on Trump, but you don't talk that much about your own country on Brexit, even though you are one of the most read journalists here on the continent, your analysis. So where are we now and what do we do to fight the right, to tackle the problem? So, okay, I mean, I think the first thing to say is that in the book, I try to explain that there is a There you go. In the book, I try to explain that the new right, the thought architecture of the new reactionary right, came straight out of the economic crisis. If you look at the reaction of the PayPal billionaire, Peter Thiel, he wrote an article for the Cato Institute in which he says, I no longer believe that democracy and freedom are compatible.
Now, what do the right mean by freedom? They mean economic freedom, freedom for corporations. And they could see why, because the population is never going to vote for the free market again, unless the democracy is constrained. From that, you get the beginnings of a kind of plan. And the plan is, again, from the elite. It's not only from below. The plan is to attack the sources of truth. There is a crazy blogger called Mencius Moldbug. He's a computer programmer, very widely read in the neo-reactionary American right. What he says is, the main target is the mainstream media and the university, because these are the two sources of verifiable truth. And what is the goal? The goal is actually a monarchy like Frederick William IV. They have all read the history. In a way, they have all read their Hegel. They want a benign dictator with a rich family to take over the world and take democracy back. That's their actual project. But to get it, they have fused with a plebeian reaction. Hannah Arendt, maybe she once sat in this theater, who knows? Hannah Arendt leaves us with this perfect description of fascism, the temporary alliance of the elite and the mob. The full sentence is, she says, what Goebbels gave to this temporary alliance of the elite and the mob was access to history at the price of destruction. Now, let's think about that. It is access to history in order to reverse history. And this is what the new right in America are doing, and in my country. I'll talk about my country in a minute. They're reversing abortion rights in places like Alabama and Tennessee. They're reversing the civil rights achievements of black people. They are attacking the Constitution. And their fantasy is destruction. Arendt describes in a essay she wrote during the Potsdam Conference in 1945, how many people in Germany under Nazism had become obsessed with destruction because they could sense destruction happening and they wished to cathartically take part in it. And in the end, they destroyed their own country with the help of other people. I think all of this is an incredibly acute aid to us to understand today. The elite want what you describe in your reading of my book. They want chaos, because if you have the best computer algorithm in the world to game the markets, the more chaotic the markets are, the better. If you sell a product called Breitbart, which is full of racist stereotypes and treats every rape in Sweden as if it were done by a refugee, then the more rapes there are, the more rich you're going to be. And these guys need chaos. The combined strategy of the elite and the mob is to cause chaos. Now, that's not so obvious. I think it's most obvious when you see the American militia movements, when you see Trump. Trump is the wrecking ball to the world system. The question arises how we fight it. It's Eric Fromm, who did this amazing survey right here in Berlin of working class people under the Weimar Republic, looking for what are the psychological traits of Nazis, came up with a concept, the authoritarian rebel, the authoritarian personality. Sociologists today who look for this among the far right don't find it. You don't even find psychopathy, you don't find Machiavellianism so much. What you find, and it's very clear in the most recent research, is dehumanization. To the people on the extreme right, they show them, you know, the Ascent of Man graphic where it starts with a chimp, then a gorilla, then a Neanderthal man, and then an upright Homo sapiens. They asked 500 far-right members, where would a feminist be on this? And the fascist says, chimp. And the merely authoritarian right-winger says, gorilla. And it's the same for black people and Muslims and everybody they hate. They have that exact propensity to dehumanize their opponents, as we found in the concentration camp guards, as the survivors from Auschwitz tell us, the propensity to dehumanize was the key to action. So this, to me, it is kind of
That's why I want to do a radical defense of the human being, because that this defense of the human being doesn't take place in cinemas like this. It takes place, I hope, on the streets of poor towns, where on the door, when you knock on it for in election time, you're hearing older, white, working class people say they hate everybody. This person has stolen my job, somebody else, I don't like them walking down my street, but the world is more complicated, I wish it didn't exist. The answer, you can get so far in an argument. Sometimes an argument is good, and I want us to argue, but the real breakthrough comes when they see the other person as human. And we don't think, on the left, enough about this basic category of human, and are insistent that I am human, you are human, even the political opponents we have are human. Theresa May broke down in tears when she resigned 2 weeks ago. I said then, it's good to see that she is human. The problem is, she couldn't see the poor women being thrown off their benefits and starving, reliant on food handouts. She didn't see them as human. She didn't care about their tears. So the more we can explore the humanity of everybody, the more it's like having the secret antidote to fascism. And if we could have found the secret antidote to authoritarian personality in the 30s, I think we would have been better. The problem was the KPD, and in fact the whole left, were also full of authoritarian people. Today, we need to be humanists. And the most radical form of humanism I know, forget Marx, it's simply a teleological expression of our desire to transform ourselves and our circumstances using technology for the good of everybody. That, I think, if we can establish this project as the general sort of project of progressive human beings, it's that I would expect, rather than a series of political programs where we would hope to find common ground between, because this is the final thing. I'm afraid, for those of you who want to be purist left-wingers, just as in the 1930s, the answer to the alliance of the elite and the mob has to be an alliance of the left and the center. And no matter how difficult that is for you on the left to contemplate, that is what the Spanish Civil War was. That is what the 1936 Popular Front government was in France. And I think we're going to need something like this to stop this steamroller of hatred and dehumanization coming at us. Mir ist aufgefallen in deinem Buch. Mir ist aufgefallen in deinem Buch, dass das Wort Chaos eine große Rolle spielt und dass die ökonomischen Akteure, die Donald Trump unterstützen, wie die Koch-Brüder oder Steve Bannon, dass ihr ureigenstes Interesse darin besteht, Chaos zu stiften. Hast das auch gerade nochmal ausgeführt, weil sie die Algorithmen haben und die Maschinen, um dann genau daraus zu profitieren aus dieser Situation. Mich hat das ein bisschen erinnert oder eine Beobachtung von mir bestärkt, dass gerade autoritäre Kräfte dazu neigen, eine Ordnungskrise zu inszenieren, als deren Lösung sie sich dann präsentieren, weil sie die starke Hand haben. Jetzt fällt es natürlich trotzdem Linken oft schwer zu denken, dass jetzt ihre Aufgabe darin besteht, Ordnung zu schaffen. Magst du vielleicht mal was sagen zu dem komplizierten Verhältnis von Chaos und Ordnung? Well, the first thing to say is, of course, chaos in Greek is the same as hell. That, you know, it's evil, and order is its opposite. I think we have one huge advantage, and that is that irrespective of party affiliation, irrespective of political philosophy, everybody who believes in science can see that climate change is man-made, and we need drastic action to stop it. That's in other words, in my youth, we imagined chaos as the aftermath of a nuclear war. That's what we were frightened of. Today, our children
can imagine chaos much more clearly because they would simply have to read a summary of the IPCC report into climate change and see what's going to happen when I am long gone, you are long gone, but they are in the second half of this century. There'll be chaos. So the whole of humanity has the interest in stopping it, and the left and the center have the interest to come together to create a viable but radical shift in priorities in order to enact what needs to be done. In addition, I would say my observation of the way movements have sprung up in the last 3 or 4 years compared to 2011. In 2011, we did this. We imagined the good society. We create it on the internet. Manuel Castells says this, the Catalan sociologist. We imagine the good society in our heads, create it on the internet, then take it to the street in the form of a tent camp or an occupation of the square. But the purpose of the square occupation is to force the government to change either government to fall or to change policy. If you look at Black Lives Matter, Me Too, and Extinction Rebellion, they are different kind of movements. They are movements that, of course, demand of governments to do things, but they also demand immediate and tangible changes in people's behavior. I work in the theater sometimes, and the way Me Too has altered the dynamics of the rehearsal space, of the drama school, of what directors do, of the way violence is staged, the way sexual violence is staged on stage, is dramatic. It will never go back to the unthinking way that it was used. And of course, some men will never work again. Some old directors will never work again. Good. But these, in the book I say, what will happen if we get this right will feel like a moral philosophical turn for the left. And I know that the left hates moral philosophy. Marx used to laugh out loud at moral philosophy. And he was right, because what does Fantine in Les Miserables care for moral philosophy? She is just the slave of a system. But the workers, in a way, never laughed at moral philosophy. Because what was class consciousness other than a moral philosophy for the working class? We need to reform the class consciousness of the 99%, a much more diffuse thing. It won't arise from the workplace. It can in a way, but it will arise from renegotiating everyday life, the way we live. And on the Extinction Rebellion demonstrations, I think here they're called Fridays for the Future. In the UK, the big Extinction Rebellion demonstrations took a bridge, held it for a week, and demanded people begin to live immediate change. No more plastic straws, no more plastic cups. And to me, that's no surprise that the British Green Party just surged after those demonstrations, because every other party said, yes, great, but we have another thing to do. By the way, we have our central committee meeting, and it would be really nice if the bus drivers, who are workers after all, and in the trade union, don't disrupt them. And the young children, 16, 15-year-old, were saying, but our planet is burning. Bus drivers and Labour Party. So these are the kind of movements that I think that against the chaos, that is the order. Katja, ich möchte noch mal ganz bisschen dahin zurück, was Paul davor gesagt hat. Es geht um die Frage, wie verhältst du dich als Politikerin in der beschriebenen Situation auch, oder wie siehst du sie? Also wir haben es mit einer massiven Krise der Repräsentation zu tun. Im Buch beginnt sie mit Trump. Ich glaube, seit Paul diese ersten Kapitel geschrieben hat, kann man sagen, dass sie sich in Großbritannien rund um den Brexit, um auch die Auflösungserscheinungen der beiden großen Volksparteien verstärkt hat. Wir haben letztes Wochenende auch nochmal gesehen, wie sozusagen mit dem Abgang Andrea Nahles sozusagen ein weiteres Kapitel der Krise der Repräsentation bei uns aufgeschlagen wurde. Und Medien, Algorithmen, Wahrnehmung haben ja unglaublich viel darin zu tun, und du agierst da drin jeden Tag. Wie schaust du da drauf? Das ist eine große Frage. Es kommt ja ganz viel zusammen, und Paul beschreibt es in seinem Buch. Ich habe das selber im Alltag oft erlebt, dass es ein gefährliches Zusammenspiel geben kann von
der Algorithmisierung über Kommunikation, die über sogenannte soziale Medien läuft und dem Aufwind, den gerade rechte Deutungsmuster und rechtes Denken haben. Also ich glaube, es gibt schon so eine Neigung dazu, dass Wahrnehmung ganz stark läuft nach Daumen hoch oder Daumen runter. Man könnte auch sagen, es ist so eine Art Tinderisierung. Für alle, die den Begriff nicht kennen, Tinder ist so eine App, wo sich Singles treffen. Ich habe mir das nur bei einer Freundin auf dem Handy angeguckt. Wird das eigentlich gelivestreamt? Man schaut halt eigentlich auf die Fotos und du sagst nur ja oder nein, in welche Richtung du das machst. Und ich finde diesen Modus von ey cool oder schlecht, der ist beim Fußballgucken total gut. Ja? Also ich finde, es gibt Situationen, wo man das auch ausleben muss. Ich mache das gelegentlich, wenn ein Spiel läuft und Bayern ist dann für mich das konstitutive Außen. Ja? Ich finde, es gibt Momente, wo das okay ist. Das Problem ist, wenn gesellschaftliche Entwicklung halt nach diesem Modus verläuft und dann bleibt halt komplett die Reflexion und die Analyse von Zusammenhängen zurück. Umso wichtiger finde ich es, dass in dieser Zeit noch Bücher geschrieben werden und auch gelesen werden oder dass es dann auch mal längere YouTube-Videos gibt, wo Zusammenhänge wissenschaftlich erklärt werden. Also ich glaube, für die kritische Urteilskraft und die Reflexion ist das was ganz Wichtiges, wo man eigentlich nur jeden raten kann, immer wieder für sich Freiräume zu schaffen und da zu immunisieren. Ich versuche das für mich ganz bewusst zu schaffen, Momente zu haben, wo ich mich dann mal einschließe für mehrere Stunden und rausgehe aus dem Modus, das im Social Media zu schauen und eher auf die Zusammenhänge zu gucken und was sind dann die Alternativen dazu. Aber natürlich ist, und bei Paul im Buch gibt es ja diese eine Passage, die habe ich dann doch auch getwittert, weil ich fand, es, ne, zur Dialektik gehört dann auch, dass man Erkenntnisse wiederum woanders einspeist, in der Hoffnung, dass das auch Leute erreicht. Das ist eine große Gefahr, die beschrieben ist, dass die Konservativen, die Staatsbürokratie und der Faschismus sich in einem autoritären Projekt vereinigen. Ihr hört es bestimmt, ich komme aus Sachsen und wenn ich dort mir die Entwicklung anschaue, würde ich sagen, in diesem Bundesland ist das eine reale Gefahr, die schneller kommen kann, als man denkt. Da ist in der Tat auch die Gefahr, dass sich das am Ende verdichtet, wenn wir jetzt am 1. September dort Landtagswahlen haben, dass es da zu einer schwarz-blauen, also Union, AfD, Landesregierung kommt. Das ist ein enormes Problem. Was kann man dort dagegen machen? Ich würde immer sagen, das eine, was man natürlich tun muss, ist, immer auch dorthin zu gehen, wo es weh tut. Rein in die Plattenbaugebiete, das Gespräch zu suchen, auch bewusst Menschen in Orte zu gehen, wo Menschen sind, die nicht zu so einer Veranstaltung kommen würden. Das zweite, was ich glaube, ist, wir müssen die Ohnmachtsgefühle durchbrechen, die da sind. Ich will das beschreiben und jetzt wird es doch schon fast sehr tages- und aktuell politisch. Eine Beobachtung, die ich immer wieder gemacht habe in verschiedenen Gesprächsformaten, sei es im Plattenbaugebiet oder im Frühmorgen vom Jobcenter war, dass mir Menschen gesagt haben, das ist total schön, was ihr macht, das ist auch super, was sie reden, aber sie können doch auch nichts machen. Im Sächsischen, ne? Und das meint halt, obwohl ich sie so oft gewählt habe, hat sich sozialpolitisch für mich nichts verändert. Und jetzt glauben die zwar mir und meiner Partei, dass wir was ändern wollen, aber sie bezweifeln, dass wir es können. Weil sie in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht haben, dass es immer eine Mehrheit im Bundestag gab, die das anders gemacht hat. Bei der SPD ist die Lage noch schwieriger. Ich glaube, bei der bezweifeln viele, dass sie es überhaupt ändern will. Der Zweifel an uns ist deutlich charmanter, weil man wenigstens uns gute Absichten unterstellt. Das ist immer schön, da kann man sich freuen. Wenn man in den Spiegel schaut, das Ergebnis nur von beiden Zweifeln ist, dass die Entrechteten sich eher in einer Ohnmachtsphase fühlen und dieses Ohnmachtsgefühl führt leider nicht dazu, dass sie alle Karl Marx lesen und dann sozusagen zum Klassenkampf schreiten, sondern dieses Ohnmachtsgefühl wird eher entweder dann in Form von Rückzug, Passivierung, Selbsthass oder Treten nach unten ausgelebt. Deswegen glaube ich, ist es eine Verantwortung, vor der alle fortschrittlichen Kräfte in diesem Lande hier stehen, zu sagen, wir müssen die glaubhafte Aussicht erarbeiten, befeuern, dass sich für Menschen, die sich entrechtet und abgehängt fühlen oder einfach nur davon bedroht fühlen von Abstieg, dass sich für sie wirklich was verbessert. Und das heißt, jetzt wird es verdammt kompliziert in einer Situation, wo die Linke gerade nicht total im Aufwind ist, zu sagen, wir nehmen jetzt den Kampf um neue linke Mehrheiten auf, weil die grundlegende Veränderung für diese Menschen wird niemals, und ich habe wirklich viel Fantasie, die wird niemals kommen, solange wir eine Bundesregierung mit der Union haben.
Das wird auch schwer in einer Bundesregierung links von denen, aber diesen Kampf aufzunehmen, glaube ich, das, was man tun muss, wenn man nachhaltig den Rechtsruck aufhalten will, das klingt verwegen, aber das ist das, was gerade zu tun ist. Yeah, can you react a little bit on that also on Brexit? But let me just say something, an observation about German politics. All nations have a secret place they don't want to go, a place that politics doesn't want, that progressive politics doesn't want to go. In America, it's really clear. It's the real subtext of a lot of American left is how do we get socialism without class struggle? Because the class struggle has been weak in America. As I came on a train that almost didn't nearly make it today from Cologne to here, traveling the distance from inner London to outer London in 3 hours, I remember what the secret place is that the German left doesn't want to go. We need a massive investment strategy for society so that all the places I came through, this was not Eastern Germany, it was Western Germany, Hamm, Wolfsburg, Cologne, they could look like Singapore if we wanted them to. They could look like Helsinki, green, modern, beautiful new buildings, a railway that works, etc. But where's the place that the left doesn't want to go? In my country, the Bank of England today published, well, it was published, but they'd done it a month before, a really shocking report, because our government is technically committed to zero net carbon by the middle of the century. So ending carbon production, the use of carbon in the production of energy. And the Bank of England said it's going to cost £1 trillion. £1 trillion. Okay, GDP is, public spending is 1.4 trillion. So it's going to cost the whole of public spending again to do this. I think that Bank of England report would have gone down even worse in Germany because of, you know, so many people with progressive attitudes don't want to break the kind of the orthodoxy of the Schwarze Null, the kind of we must always balance the books. If the centre of German politics is serious about a Green New Deal, whether it's a German one or hopefully a Europe-wide Green New Deal, which could be so easy to do. We wouldn't need, as the Americans need, to do much on the welfare side or the minimum wage side. Most of the American Green New Deal legislation is not about climate. It's about healthcare, wages, welfare. We have that covered, largely. It's the climate bit we need to do. So we need to say, we're going to need to either borrow or the central bank needs to print some money and we invest it and it doubles the size of the economy and it feels like Singapore and Helsinki, not like some small town in Thuringen. And so I think it's what I would say, there's clearly going to be, I'm afraid, an organisational denouement, you know, a shock at some point in German politics. And the left's forces need to practically find ways to come together. And my proposal would be indeed that the experts of the Greens, the Reds and the Reds get together and discuss, well, what is the Green New Deal? How much does it cost? And what is the fiscal implication? Then the moment the CDU-CSU or the FDP doesn't like the cost of it, they then have to explain what they're going to do to stop the earth melting. Kann ich kurz daran anknüpfen? Es gibt ja manchmal Fortschritte. War neulich in einer Diskussion, in einer Talkshow mit einem der Lobbyisten der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, das ist ein Lobbyinstitut von der, sag ich mal, Industrie, von Unternehmerseite aus, die gesamte Neoliberalisierung der Arbeitswelt durchgesetzt haben. Und während wir heftig diskutierten über Sozialismus, deutsche Wohnen und Co. enteignen, meinte er irgendwann, ja, wir müssen unser erotisches Verhältnis zur schwarzen Null überdenken.
Und es war der Moment, wo ich begriffen habe, okay, die Neoliberalen sind wirklich in der Defensive, das ist ein enormer Fortschritt. Was war passiert? Jetzt würde ich mir ja gerne einreden, ich war so überzeugend mit meinen Argumenten, dass er nicht mehr anders konnte. Da das nicht nur er in der Situation gesagt hat, sondern wir inzwischen wissen, dass also auch das Institut der deutschen Wirtschaft wirklich kein linkes und kein keynesianisches Institut anfängt, darüber nachzudenken, wie man die Schuldenbremse zumindest umgehen kann, weil jetzt ist sie einmal in der Verfassung, ist sehr schwierig, die erstmal da rauszubekommen. Was war geschehen, dass sie wirklich jetzt diese Kehrtwende vollziehen? Es gibt eine Umfrage unter Unternehmen, kleinen und mittelständischen Unternehmen, und 2/3 aller Unternehmen sagen, sie leiden unter den unterlassenen Investitionen. Ich meine, das haben wir als Linke immer gesagt, als wir dagegen gestimmt haben und gekämpft haben. Damals wollte uns niemand glauben, die mussten erst durch diese schwere Erkenntnis durchgehen. Aber ich würde sagen, da ist auf einmal was passiert, und insofern bin ich sehr zuversichtlich, wobei ich sagen würde, man muss nicht mal das Geld drucken, du musst noch nicht mal Kredit aufnehmen. Es gibt natürlich auch noch eine andere Möglichkeit, du musst einfach Konzerne, Millionäre und Millionärserbschaften stärker besteuern. Und dann ist klar, ich würde ungern nur von einem Green New Deal sprechen, ich würde immer von einem Red-Green New Deal sprechen. Ich wusste es. Ja, und zwar Prager Frühling, das Magazin hat es veröffentlicht, vor vielen Jahren schon, genau in diesem Zusammenspiel. Also du musst natürlich Mengen von Geld in die Hand nehmen im Bildungsbereich, für Bus- und Bahnverkehr, für Breitbandausbau, aber eben auch um den Kampf gegen Armut mit aller Entschiedenheit in Angriff zu nehmen. Okay, Paul, one last question before we open up to the audience a bit, because you like it so much to discuss with the audience as well. Yeah, you're always going a little bit around the situation in your own country. Is there a chance that there is a government, or whenever, like a red-green type of liberal-green labor, it probably would be after the current situation? Because I don't want to complain about your public transport system, but I have to defend the Deutsche Bahn just a little bit. When you're in London, you know what you talk about. Let me tell you what I think is happening. Obviously, we thought kind of Brexit was a bad thing. I always said, if it's the worst thing that happens, then I can survive this, because the outcome of Brexit could be just Norway, but with not very nice people, but Norway. Okay, that's the Brits. Trump looked worse, but in a way, now we're finding Trump may only last 4 years, Brexit is forever. And what I mean by that is the Brexit crisis never ends, even if Brexit happens. So what has happened on the right of politics is that, first of all, because the Conservatives were unable to deliver Brexit through the Parliament, the plebeian right wing of the population, which is people think it's old mining communities. By and large, it isn't. It's suburban middle-class communities in the south of England have hardened their position to demanding a no deal. So they suicidally want to crash out of Europe without a deal. So they know that GDP will fall by 8% in a week, but they don't care, because what they really hate are the migrants. That's the issue. So it is true that 2 years before, they might have accepted a soft Brexit, a Norway style or a Swedish, Union. But now, even if somebody gives them a custom union, they will say that's not Brexit. So this is what has led to the rise of this new party, Nigel Farage's Brexit Party. It is more than we had an AfD, we had UKIP. It disappeared. It became fascist, and therefore it disappeared. Its supporters fled, because it embraced real violent fascists, rape apologists. So Brexit Party is currently on 30% from nowhere. It is not a party, it has no members, it's a company owned by Nigel Farage, and we don't know where it gets its money. We can guess, because it got money before from Russian oligarchs, but it is a creation. Now, I know that his intent is not to keep this party going. The intent is to use this party to force the Conservative Party to become a hard right nationalist party, which embraces social conservatism and white supremacism. That's on the right. On the left, things were going okay.
until the Brexit process broke down. And I'm afraid what this revealed was as follows. People like me, we are heavily critical of the European Union. And if I could have found a way of slightly moving away from it or reforming it, I would have done both. But we can't. And the deal we have for the working class is better than any other deal. The deal of being in Europe, inside the single market, it's good for the 3 million European nationals who work in our country. It's also good for all the factories that are now closing down, would have not closed down had we stayed inside Europe. So people like me have adopted a remain and reform. I want to transform the Lisbon Treaty, transform Maastricht, but to remain. Now, the problem is, once Theresa May failed to deliver Brexit, it revealed that a section in my party was, in fact, always wanted Brexit. But they never had to say so until now. And the reason they want it isn't because they are economic nationalists. It's because they cannot bear the psychological separation from the working class communities who want Brexit. And we are often talking about older white male politicians from working class backgrounds. They cannot bear the idea that they might lose some towns to far right authoritarian conservatism. And so they have prevented us from taking the position which we should take, which is remain, reform, second referendum, stop Brexit. And what's happened as a result? Now, the old problem was losing maybe 15% of our vote to the right, which you have, which the SPD has. Our new problem as the Labour Party is we're now losing, for every one vote we lose to the right, we lose 4 to the Liberal Democrats and the Greens. This is new. This is what happened to us on the 23rd of May. And on the European election. And we're still reeling with it. There'll be another election tonight, a single by-election. We'll see what happens there. My strong push is everything that I write in my book leads me to say we can only win this by fighting for progressive values. The values of the progressive, young, educated, globally orientated people of colour, women, gays, lesbians. That is the workforce. Don't let anybody tell you that the working class is white men in factories. The workforce of Britain is large. The manufacturing workforce of Britain is largely migrant. It's so badly paid, English people tend not to do it. So we are facing a kind of crisis now, a kind of crisis of who we are. Do we represent the whole real, modern, forward-thinking working class, or do we represent this nostalgic working class in our heads? And I know that that is also a debate inside Die Linke and inside the wider German left. And I think let's be honest about it and finally have the debate. And I think it will. I think my side will win, but we haven't yet. And I think if we do, all the polls tell us that the breakup of the party system for Britain, remember, we have a first-past-the-post system. It's very difficult to win if you're a new party because there's only one winner in each town. If we adapt, I think we can save our party system, and I think the Conservatives can also save it by being ruthlessly anti-right. But I'm afraid they won't be, and I think that if they come back in a year's time, there may not be a Conservative Party to pick up the pieces from. But there will instead, unfortunately, be a totally authoritarian, new right-wing force, totally backed. What did Trump? Trump came to Britain this week. His entire project was to build this new right authoritarian party out of the ruins of conservatism and the rebuilt right-wing authoritarianism. So that is the news from Britain, I'm afraid. Katja, möchtest du dazu noch? Sonst? Ich habe nur gewartet, dass Paul mithören kann. Ich bin optimistisch, dass es uns gelingen kann, die verschiedenen Gruppen, die du beschrieben hast, auch in gemeinsamen Kämpfen zusammenzuführen. Und will das an einem Beispiel
verdeutlichen. Wer in Berlin mal Unterschriften gesammelt hat für das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen, also Deutsche Wohnen ist hier so ein Immobilienkonzern wie Vonovia und andere, der hat erlebt, dass dort all die Gruppen, die du beschrieben hast, weiße, betagte Männer, Menschen mit migrantischem Hintergrund, junge Studierende, alle kommen und wollen unterschreiben. Das ist auf einmal eine Auseinandersetzung, was die ganz unterschiedlichen Milieus und Gruppen zusammenbringt und Punkt. Deswegen glaube ich, dass wenn wir über eine klare, lichte Zukunft sprechen, wir natürlich auch über eine Zukunft sprechen müssen, in der ganz anders die Eigentumsfrage gestellt ist. Und das ist wahrscheinlich auch eine der Aufgaben, die genau auf die Linke hier zukommt. In verschiedenen Feldern immer wieder deutlich zu machen, die Veränderungen, die notwendig sind, werden nur gelingen, wenn wir auch über andere Produktionsweisen und über andere Formen die Eigentumsfrage stellen. Ich will das in drei Beispielen verdeutlichen. Das eine ist im Wohnungsbereich. Es muss nicht jeder enteignet werden, das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber allein dieses Signal zu sagen, wir sind nicht wehrlos, wir können die Eigentumsfrage stellen, führt auf einmal dazu, dass Forderungen wie Mieten einfrieren mehrheitsfähig werden können. Oder wer es ernst meint mit der Energiewende, mit der Klimaschutzfrage, der muss wissen, dass man bereit sein muss, sich mit den großen Konzernen anzulegen, weil du nur unabhängig wirst und Sachen durchsetzen kannst, wenn du es eine Dezentralisierung hast und eher auf Kommunalisierung sitzt oder auf kleine Bürgerkraftwerke. So. Und das Dritte, weil du ja auch in deinem Buch viel über Digitalisierung schreibst, auch im gesamten Bereich der Digitalisierung stellt sich die Eigentumsfrage, was ja eine sehr alte Frage ist, in ganz neuem Gewand, aber mit gleicher Brutalität. Ich will das an nur einem Beispiel verdeutlichen, nicht nur an der Frage, wem gehören unsere Daten. Jetzt, wenn Regierungen Geld in die Hand nehmen, um KI, künstliche Intelligenz, zu fördern, passiert es in der Regel, dass das Geld an Konzerne fließt, deren Erkenntnisse und Produkte danach ihnen gehören und sie den Profit davon abziehen. Ich habe immer gesagt, wenn wir Geld in die Hand nehmen für die Förderung von künstlicher Intelligenz, dann muss das an eine Bedingung gebunden sein, Free Access. Die Erkenntnisse sind danach für alle zugänglich zu machen. Und damit entziehst du nämlich auch großen Companies, großen Konzernen Manipulationsmöglichkeiten. Und hinter allem, das kann ich jetzt in ganz vielen anderen Beispielen nochmal verdeutlichen, man kann auch nochmal Marx zitieren, der gesagt hat, zum Thema Klimaschutz, wir sind nicht Eigentümer der Erde, wir sind nur Nutznießer und unsere Aufgabe ist es, sie den kommenden Generationen verbessert zu hinterlassen. Und ich glaube, bei der Eigentumsfrage geht es gar nicht mehr allein um so ein Prinzip, aber es geht, wenn du es jeweils konkret machst, um ein ganz klares Signal. Ihr, für die der Profit alles ist, das Wohl und Wehe der Menschen oder das Wohl der Natur nichts ist, ihr sollt wissen, wir sind nicht wehrlos. Und wir sind bereit, alle Möglichkeiten, die das Grundgesetz bietet, auch zu nutzen. Gut, bevor ich ganz zum Schluss nochmal zu der hochkomplexen, euch auf die hochkomplexe Frage hinführen werde, wie wir das denn jetzt ganz genau machen und auch noch europaweit mit der klaren, lichten Zukunft, habt ihr jetzt alle die Möglichkeit, hier sind meine wunderbaren Kolleginnen und Kollegen Dorit Riedmüller und Robert Löber, die zusammen mit Lena Dürks vom Surkamp Verlag diese Veranstaltung überhaupt erst möglich gemacht haben. Ihr könnt denen winken, weil wir sehen so gut wie nichts, wenn ihr eine Frage stellen wollt. Können wir mal die Scheinwerfer ins Publikum richten? Ja. Ja, hallo. Wir sind wirklich aufgeschmissen. Ihr müsst das, Robert, Dorit, ihr müsst das selber machen. Wir sehen sehr klare, lichte Zukunft im Sinne von weißem Licht. Ah. Hi, darf ich auf Englisch fragen? I want to know more, Paul, about this alliance between that you mentioned between the left and centrists. I think I can see, from what I've read that you've written, I see how this comes about through, like, for example, foreign policy and nuclear defense policies and things like that. But I'm curious because I think, I haven't read your book yet, but I'm curious because I think, to me, a clear, bright future is something that is not defined by centrism, is not defined by the neoliberal policies that has gotten into this, the extent of the crisis that we're in today. And I'm just sort of concerned that if we don't offer something new,
then we're going to just the crisis will just continue to worsen, and it will just be increasingly we're kind of pandering to the right. So that's a great question, and I'm not talking here about any shared policy on defence or nuclear. But if you're a social democratic party, as we are, who expects to take power on your own as a party, then you should expect to run the state. And some of my left colleagues can't get their heads around the idea that they will one day run the secret police, the nuclear weapons, and the army. But I am very clear that we have to do that. What I'm talking about instead is that, look, in 1935, those of you who know my work will know that I am not a great fan of the Comintern, of the Communist International, or of the political force that lay behind it. But in 1935, it did something right. It had a congress at which Georgi Dimitrov said, the Bulgarian communist, do you want to be in a concentration camp, or do you want to be in a government with liberal ministers? Because that's the choice. And within 2 years, within a year, in fact, of passing the so-called Popular Front policy, there were two left governments in Europe, the 36 government and in France, and as I said before, the Spanish Civil War. Now, you have to decide to do this. Now, having decided, the next thing is to say, what differentiates the left and the centre? And I would say what differentiates the left is that we don't fight for the status quo. The entire book I've written says the status quo is over, neoliberalism is over, and even in Europe, I would like to see a radical reform of both the Maastricht and the Lisbon treaties to say we have an alternative to Macron and Verhofstadt, the defence of this dying model. Nevertheless, what do we have in common with them? They need the rule of law. They need democracy. They need even Macron with his horrible riot police. They don't want to see yet. They don't want to see the same kind of erosion of democracy that Marine Le Pen represents. And therefore, on this limited basis, we need to find things that we can fight alongside them to achieve. In Britain, it's about Brexit. In Britain, the centre wants to stop Brexit, and so do we. But what we say is, we don't want to just stop Brexit. We want to transform Europe. We want to send people to Europe and back into this commission, back into the Galileo project and the Erasmus project with a different vision and bring our energy to that. So yes, for me, the alliance of the left and centre is given by the situation. In 2015, when I wrote Post-Capitalism, the main enemy was the IMF, the ECB, and the European Commission. They smashed Greece. In Greece right now, the main enemy is not that. In Greece, it's the Golden Dawn, the far right, the nationalists. No, I don't advocate the Greek government, the Syriza government, allying with these horrible, corrupt oligarchs of the Greek right. But we have to decide on the left whether we want to just go on fighting the old fight, or whether we want to subsume it with the fight against the right. And for me, the fight against the right and the fight against climate change are the same thing, because the right's entire policy is to deny climate science and to remove societal control over fossil fuels and literally to inject civil society with so much doubt that we start to disbelieve the very science that demands the major change. So that, I hope that answers the question. That's the direction I would take those alliances in. They always break up. If you defeat the enemy, the alliance breaks. If the centrist like Macron is more interested in the riot police than he is in democracy, then what can you do? You can't have an alliance with a ghost. But in a way, in some other parts of Europe, I think it would work. And I have a feeling that given the size of the Green Party here and its amorphousness, that you have a red-red-green alliance running Berlin, it has its problems. It is fractious. It's better than having the right running Berlin, as I'm sure you would agree. Who's next? Wer möchte? Hi, genau. Erstmal vielen Dank für das sehr gute Gespräch. Vielen Dank. Ich habe
Mir haben so ein bisschen die neuen Ideen gefehlt. Ich gehe mal gerade so ein bisschen rein in zwei Sachen, die ich letztens mir gedacht habe, zur Eigentumsfrage als erstes. Und zwar, ich finde genau, das ist ein sehr guter Ansatz, sozusagen mehr die Eigentumsfrage zu stellen und in so einem breiteren Rahmen auch anzugehen. Und ich bin gerade hinsichtlich dieser Themen der Information und so, was wir von Google, Facebook und so weiter nachdenken, letztens auf eine Idee gestoßen, die ich ganz gut fand. Und zwar, statt die einfach zu besteuern, wie wäre es eigentlich, wenn wir die aufkaufen? Also wenn man 30-40% von allen Plattformen, also die großen wie Facebook und Google, Apple und so weiter, die nutzen sehr groß die Commons, die wir täglich und so weiter haben, und mit dem entscheidenden Unterschied, das Besteuern, den ja quasi, das rechnen in ihre Preise rein, während wenn man sozusagen sich Steueranteile holt, sozusagen wirklich Shareholder von den großen Unternehmen wird, man sozusagen im Aufsichtsrat sitzt. Und die Frage der politischen Mitbestimmung in Großunternehmen und quasi genau derer, die man sozusagen einen großen politischen Anteil auch haben, die auch in Zukunft jetzt gerade wie bei Google und Facebook auch die öffentlich-rechtliche Funktion übernehmen, sollten wir uns fragen, welche politische Rolle wir auch in solchen großen Plattformen haben wollen. Ich denke, dass sich das, wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, als sozusagen auch eine ganze staatliche, wie sagt man, bei Wasser- und bei Stromversorgung wollen wir 100% haben, ist relativ obvious, bei Militär und so weiter auch. Bei kleinen und mittleren Unternehmen brauchen wir keinen Staatsanteil, da nehmen wir 0%, die sollen mal schön machen und so weiter. Also da haben wir auch die ganzen, wie sagt man, Industrieverbände und so weiter auf unserer Seite. Und bei den großen Unternehmen, die sozusagen an die Aktienbörse gehen, beziehungsweise auch einen großen Anteil an der Produktion der Gesellschaft in sich haben, aber auch selber und so weiter, finde ich, wird eigentlich ein Anteil fällig. Und der muss demokratisch immer neu ausgeschöpft werden. Aber eigentlich sollten wir uns da in Zukunft, glaube ich, überlegen, wie man sozusagen an diese Commons-Anteile, die wir eigentlich an diesen Unternehmen haben, weil wir sie selber eigentlich auch, weil sie uns gehören, wie wir die einfordern können. Ich fand das irgendwie, das war nur eine Erweiterung der Frage nach einer, wie sagt man, also was man sich mal durchdenken könnte, wie geht man eigentlich mit großen Unternehmen um und wie fordern wir den gesellschaftlichen Anteil ein? Erstens. Das Zweite, okay, oder soll ich aufhören? Okay, gut, dann tschüss. Wenn keiner eine Frage stellt später, kannst du noch eine zweite, aber da hinten ist auch jemand. Katja fängt an und dann Paul, die sind beide wild drauf zu antworten. Ja, jetzt wird es spannend. Wie setzen wir das konkret um mit der Eigentumsfrage? Ich finde, wir haben vor kurzem den Vorschlag in die Debatte gebracht, als es darum ging, ob man jetzt BMW oder Daimler verstaatlichen muss, haben wir gedacht, naja, man kann ja erstmal mit einem ersten Schritt beginnen und der lautet, dass man per Gesetz die Unternehmen verpflichtet, dass mindestens die Hälfte der Gewinne nicht an die Aktionäre oder an die Eigentümer ausgeschüttet werden, sondern in Belegschaftsanteile umgesetzt werden, sodass im Laufe der Zeit der Belegschaftsanteil immer größer wird und die zumindest einen stärkeren Einfluss haben. Alle, die schon mal über Genossenschaften und so weiter diskutiert haben, wissen, dass es dann auch ein Problem gibt, nämlich Gefahr der Überidentifikation, da muss man auch drüber sprechen, aber das wäre erstmal was, wo du die Eigentümerstrukturen verändern kannst. Wenn es jetzt um die großen Plattformen geht, aufkaufen, da musst du, glaube ich, also das ist ein Zugang, ich hätte eher an einen anderen Zugang gedacht, muss ich sagen, nämlich zum einen, dass man erstens eine Pflicht einführt, dass die verdonnert werden, sämtliche Daten, dass man die Portabilität der Daten ist der Fachbegriff dafür. Das heißt, wenn ich wechsle zu, es gibt ja bereits alternative Plattformen, die sind noch nicht so beliebt, nicht so bekannt, weil jeder, der irgendwie seine alten Schulfreunde treffen will, halt dorthin geht, wo die meisten sind. Und es gibt inzwischen diese Monopolstellung, die sich immer weiter verstärkt. Aber wenn du die zwingen würdest, dass du zwischen unterschiedlichen Plattformen auch kommunizieren kannst. Also heute ist es ja so, egal welchen Handyvertrag du hast oder ich habe, man könnte sich auch, wenn man unterschiedliche Anbieter hat, einfach miteinander anrufen. Das ist heutzutage zwischen Facebook und anderen Plattformen gar nicht so einfach möglich, solche Sachen zu erzwingen. Und dann wäre in der Tat die Möglichkeit, ob man eine Kampagne macht, raus aus Facebook, rein ins soziale Netz, in NGO oder auf genossenschaftliche Art und Weise gestartete Plattformen das zu machen, fände ich als einen Ansatz. Aber nochmal, ich glaube, das ist eine Variante mit der Eigentumsfrage. Ich denke, dass man in Zeiten von Digitalisierung, weil auch der Ruf jetzt nach den neuen Ideen war, immer zwei Dinge noch dazu bringen muss, nämlich die Kämpfe um Zeit, andere sozusagen wirklich über die Frage von Zeitwohlstand zu denken und das immer in knallharter Verbindung mit sozialen Garantien, weil nur in einer Gesellschaft, wo du einen garantierten Schutz vor Armut hast, wo es eine Mindestmaß an Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht wird, hast du Freiheiten, anders dich zu organisieren, anders zu produzieren. Das ist alles keine Garantie dafür, dass wir den Kapitalismus überwinden, das sage ich auch ganz klar. Der hat sich ziemlich gut darin erwiesen, seine Kritiker immer zu involvieren.
Insofern denke ich nicht über den einen Hebel zum Umlenken nach, sondern eher darüber nach, was sind Instrumente, die die Wehrhaftigkeit der vielen verstärken und andere Formen von Konsumieren, Produzieren und Organisieren ermöglichen und verstärken. I agree with that, but I would add the following. In the book, I try and reduce the kind of post-capitalist program to four things. One is break up big tech. And when I first wrote that, you know, in the early part of this decade, that wasn't so popular. To hear Elizabeth Warren now talking about breaking up Facebook, Google, Amazon, etc. Why is it important to do that? Because these monopolies don't exist simply to suppress innovation, although this is what they're doing. They exist to put a price on a product that should be free. We wouldn't need to talk about ownership. Information wants to be free. Like you say, the example I use is with an ATM machine. We still have these, the cash machine where you get your cash. You don't have to go to your own bank's ATM machine. The ATM network is an interface between you and a series of banks which compete for your custom. So by breaking up Facebook, you might keep the interface layer might be called Facebook, but 10 companies might be forced to compete for your services. And one would say, hey, Paul, we don't feed fascist propaganda into your phone. Another would say, we don't manipulate you at election time. I would pay for that personally, because, yeah, I do want to carry on talking to my school friends. The second thing is to de-link work from wages. The time thing that you talk about, I talk about in the form of, we use the universal basic income and services. The services are more important, I think. Free healthcare, free education, free or cheap housing. See? Free public transport. Yeah, transport and free city transport and cheap long-distance transport would alter the lives of most precariously organized people more than a pay rise. The third thing is to suppress rent seeking of all its kinds, not just the property rent seeking. Uber, Airbnb, all rent seeking businesses can be suppressed. What will that do? It crowds out the entrepreneur. The entrepreneur can make easy money by capturing a bottleneck in the market. Crowd them out, force them to innovate. And finally, to conceive of our relationship to data in the form of rights. Because Isaac Asimov's rules for robots, you must tell me you're a robot, you must not collect information without my permission, and you must obey the law. Facebook does none of these things. In reality, it doesn't obey the law, and it doesn't tell us what it's trying to do. And it collects information, of course we have ticked the box, giving them permission. So if we had, instead of regulating, well, we should regulate, I think while I'm generally in favor of employee share ownership as a redistributive model in old industries, I think these industries are too big. The employees are not the problem. We need to break them up. But if we had data rights that they could not break, that were inalienable, then the regulations would work. So these are four concrete things that I propose. And I actually think they are near-term things that social democracy, the Green parties, the left nationalist parties, and the left inside the European Union could begin to force. Because one other thing, one of the big problems the European Union has is that it doesn't realize that for China and for the United States, artificial intelligence is about data sovereignty. It is for China, it's about preventing the West ever again exploiting them and treating them like a colony. And for America, it's about world dominance. Europe doesn't, I would argue, it doesn't have a data sovereignty policy. If it did, it would without hesitation fine Facebook, Amazon, Google, Apple until they started to obey European laws. I saw a question in the back. Two, okay. Sorry, I will try it in English. Paul, can you hear me, Paul? It's a little bit like more like a comment, not really a question, but you could use it as a question. Don't you think it's a massive
strategic mistake to refer to the 1930s in Germany and think that it would be a good idea for the left to see the situation today as the right wing wants us to see it and wants everyone else to see it, to that they are already winning, and by that forcing us to align with the center. I think it's a very big mistake, because first of all, what, despite not really liking the term of the center, because I'm not really sure what that would mean, the center, if we want to continue using it, what does it stand for? It stands for all the rotten things, like that are actually quite putting quite a lot of fuel into the situation of the right wing today, giving them a lot of propelling. And I think for the left to trying, I think what the left does very, very well, and I think many people recognize this, is to stand against the right. Now to somehow form alliances with the center, what does it mean practically? It means practically that we have to give up the main issues, for example, the question of who owns the world. Like, we have to, I think this will lead to an even further decline of the left, and we have seen it in Germany. The left party, for example, where they're like clinging to the dying social democracy, they're losing. And no. Why is the I will finish soon. Okay, so why is the Green Party suddenly giving so much strength? I think it has nothing to do with the practical things they do, because the left, actually, for example, the left parties, they have much better answers to the question of climate change. Yeah, they know that climate change can only happen with the question of social equality, but they combine the very basic thing, rage. Yeah, the very very specific and very clear fear of people, and very realistic fear of our people, the humans, they may just be not there anymore in a few decades or 100 years or something, and a clear vision. And I think I didn't hear a clear vision. I hear you say we should focus on humanity, if I understood it right. But how to put that into some kind of political vision, like, this whole, the center thing, I don't understand how can this be okay. A vision for people to cling to. Sorry, so long. You want to boast, Kante? You want to add something as well? Yeah. Okay, then start. Wir haben, glaube ich, ein Problem beim Übersetzen mit dem Begriff Center. Also wenn man Zentrumspartei oder so meint, dann kommen ja nochmal ganz andere Assoziationen. Ich würde mal so sagen, lange Zeit galt für die deutsche Parteienlandschaft, wenn über Mitte-Links-Regierung gesprochen wurde, hieß das immer, dass die Linken erstmal dreimal durch einen Weichspülgang müssen, 50% ihrer Grundsätze über Bord werfen und sich auf die Mitte zu bewegen müssen. Alle führenden Zeitungsredaktionen haben auch immer der SPD, den Grünen und teilweise dann auch meiner Partei immer gesagt, ihr müsst euch auf die Mitte zu bewegen, dann werdet ihr größer werden. Diese Zeiten sind vorbei. Und das ist auch ein Ergebnis von Erkenntnissen, die Linke getroffen haben, aber es ist vor allen Dingen das Ergebnis von großartigen Bewegungen und von gesellschaftlicher Gegenmacht. Ich würde das an ein paar Beispielen verdeutlichen. In Berlin ist die Linke mit der Frage in den Wahlkampf gezogen, wem gehört die Stadt? Und sie hat es wirklich als Eigentumsfrage gemeint, die heute darin mündete, dass irgendwie es ein Einfrieren der Mieten quasi durchgesetzt wird und sofort von Deutsche Wohnen die Aktienwerte nach unten gehen und die Mieterinnen und Mieter sich freuen können. Es hat eine Radikalisierung nach links gegeben durch entsprechende Initiativen im Bereich Klimaschutz und so weiter, wo wir gar nicht mehr uns diese Frage stellen müssen. Also natürlich streiten auch Linke gerne darüber, ist die SPD oder sind die Grünen, sind die eigentlich überhaupt links, sind die eher neoliberal, sind die eher bürgerlich und so weiter. Das ist natürlich auch ein sehr metaphysisches Diskutieren, weil all diese Parteien sind auch umkämpft. Und während noch diese Debatten liefen, ob die überhaupt links sind, hat es auf einmal eine Sozialismusdebatte mit der Eigentumsfrage in einer Radikalität vom Juso-Vorsitzenden gegeben, der jetzt irgendwie schon als zukünftiger SPD
SPD-Parteivorsitzender gehandelt wird. Ob der das jetzt wird und ob die SPD die richtigen Schlüsse daraus zieht, ist ganz, ganz fragwürdig und offen. Aber ich würde sagen, Dinge sind im Fluss. Und die spannende Frage, die mich umtreibt, wenn ich jetzt über neue linke Mehrheiten rede, meine ich ausdrücklich nicht dieses, alle müssen sich in die Mitte bewegen und mal schnell ein paar Grundsätze über Bord werfen, sondern die Frage ist eben mal, wie wir diese Radikalisierung, die es bereits in der Zivilgesellschaft gibt, aufgreifen und am Ende in konkretes parlamentarisches Ja und auch in konkretes Regierungshandeln übersetzen kann. Das ist die schwierige Aufgabe, die vor allen steht. Und das muss jetzt Sie, euch nicht so interessieren, wie das sich wahltaktisch auswirkt, aber weil das ja in Parteien gerne diskutiert wird und am Ende des Tages ja Prozente auch die Währung sind, nachdem Erfolg und Misserfolg gemessen wird, ist es eben nicht mehr so, dass man mit diesem Kurs verliert. In Bremen haben am 26. Mai in derselben Stadt, am selben Tag deutlich mehr Menschen meine Partei für die Bürgerschaftswahlen gewählt als für die Europawahlen. Und das in der Situation, wo die Linke in Bremen ganz klar gesagt hat, wir sind in den Stadtteilen, wo es den Menschen schlecht geht, wir kümmern uns um die und genau weil wir um deren Probleme wissen, wollen wir in der Landesregierung Verbesserungen durchsetzen. Also da hat sozusagen so ein klares Bekenntnis, was verändern zu wollen, eher dazu geführt, dass man Zuspruch bekommen hat und dass jetzt was in Bewegung gesetzt wird. Also kurzum, alle Skepsis gegen Mitte-Links-Bündnisse, wenn sie heißen, wir gehen in die Mitte und fahren einen Anpassungskurs, teile ich. Ich glaube nur, es hat eine neue Zeit begonnen, wo wir uns neuen, sozusagen, wo man einen neuen Weg probieren kann. Den gibt es teilweise, würde ich sagen, in Berlin an einigen Stellen hat das funktioniert. Ich hoffe, dass das jetzt auch in Bremen gegangen wird. In Thüringen gibt es einige Ansätze, wo das auch funktioniert hat. Es geht um eine gelingende Radikalisierung nach links, nicht nur im Sprechen, sondern im konkreten Ergebnis. Und das muss natürlich immer in Konfrontation mit den Reichen, Mächtigen und Konzernen passieren. Paul. Yeah, I'm not talking about electoral alliances, although what you find in a system like ours, where we don't have proportional representation, is that all votes are really de facto alliances from below. You have here. Scarcity. There is only one opener. All the alliances are made from below by the voters. Jeremy Corbyn, the Labour Party, surged from 25% to 40% in the 2017 election, both because it had a left programme and mobilised its own base for the first time, our own left working class and youthful base, and because liberal, green and other centrist-minded voters, even some conservatives, didn't want the Brexit that was on offer, and so they tactically voted for us. Now, we have to accept that, but yet for me, the centre does not mean the Mitte. Socially, it doesn't mean the Mitte. But what I fear, and I'm afraid, again, there is a parallel in the 1930s. In the 1930s, the class against class policy of the old Comintern did lead to defeat, including in this country. You know, Rudolf Hilferding sat in the HQ of Social Democracy saying, Hitler came to power, so what? He will be gone soon. We need to fight the illusion that because we want radical change, we are, in a way, fighting for the votes. Of course, we are fighting for every vote, but the radical change we want and the radical change somebody in Thuringia banging the bar of the bar, saying, I want no more change, I don't want any more migrants, no more refugees. I want to argue with them, but we can't unite with them against the centre. And that is a temptation for the left. It's a temptation in the 1930s, and I know it because I meet people on my part of the British left who think this is a possibility. And of course, the history of the Spanish Civil War, the history of the French Popular Front government tell us that sometimes these don't work. But what I suspect is that in any case, large numbers of people are really, they're neither left nor centre or anything else. They're only now being awakened to the possibility of a really dangerous thing.
The really dangerous thing is, of course, the strategically climate change. But in Britain, I speak to pollsters who tell me, who've been in the business of opinion polling for 40 years, who said, for the first time ever, I have focus groups where people say, I finally realized why politics matters. I wasn't interested in it before, and now there's going to be a guy ruling the country who hasn't even got any policies, but is the most well-known racist politician, which could happen. Farage could rule. And so they go, shit, we've got to do something. And are they centrists? No. Are they leftists? Definitely not. They don't know what they are. And I think that when I say the alliance of left and centre, I mean, human-centric values are, to me, a refugee is a human being with rights, the same rights as me. The Afghan taxi driver is a worker, the same as a white miner. The humanism to me is not an abstract category, it's the idea that we're fighting for a human-centric economy and a human-centric legal system, which does not create stratification between men, women, white people, black people. We thought we'd finished with this, we thought that was over. Instead, it's become the most vital struggle of our lives, and I think it will mobilize a generation to fight for, in a way that we, the left, can build on. So, ich glaube, das war das, was wir ganz zum Schluss haben wollten, sozusagen nochmal einen klaren Blick dahin, wie können wir das jetzt angehen. Wir hoffen, dass wir euch hier vorne eine Menge Lust gemacht haben, Pauls Buch zu lesen, natürlich, aber vor allen Dingen auch weiter zu diskutieren, mit uns zu diskutieren, an verschiedenen Orten darüber zu sprechen, wie man die Dinge, die da drin stehen, umsetzen kann. Ich würde, man soll ja eigentlich das Buch nicht von hinten lesen, aber ich lese euch jetzt trotzdem den allerletzten Schlusssatz vor. Ihr könnt dann das Buch hier käuflich erwerben und Paul wird dann, das ist natürlich der Clou da dran, das euch auch noch signieren. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr da im Foyer noch ein bisschen verharrt und euch miteinander unterhaltet. Also Paul schließt mit: Um das antifaschistische Leben zu leben, müssen Sie Ihren Körper dorthin bewegen, wo er tatsächlich den Faschismus stoppen kann. Und wenn Sie das getan haben, müssen Sie sich lange genug an das kleine Stück befreiten Raums klammern, damit andere Menschen es finden, sich zu Ihnen gesellen und ebenfalls in diesem Raum leben können. Die radikale Verteidigung des menschlichen Wesens beginnt bei Ihnen.